90 die Grünen. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor zwei Wochen haben wir hier im Plenum getrauert. Getrauert um die über 1000 Toten, die zuvor im Mittelmeer ertrunken waren, auf der Suche nach Schutz und Zuflucht hier bei uns. Aber das Sterben, der Flüchtlingsexodus, er geht ja weiter. Seither sind weitere 50 Menschen ertrunken, Frauen, Kinder, Männer. Und in den letzten Tagen erreichten etwa 7000 Menschen die italienische Küste. Ich bin am Wochenende dort gewesen, ich bin nach Sizilien gefahren und konnte erleben, wie Bürgermeister, wie Präfekten, wie Priester, wie Nonnen, wie Ärzte, wie Polizisten, wie die italienische Caritas, wie das Rote Kreuz, wie NGOs wirklich alles tun, um den Flüchtlingen zu helfen und ihnen ihre Menschenwürde wiederzugeben. Ich war in Massara al Capo und habe mit den Fischern getrauert, mit den Fischern, die Menschenleben retten und in ihren Netzen Leichen bergen. Ich habe Solidarität, Humanität, Euphorie und Empathie vor allem für die Menschen in Not erlebt, empfunden, für Menschen wie du und ich, die in einer der ärmsten Regionen Italiens und Europas angekommen sind und dort menschlich behandelt werden. Und immer wieder habe ich die Frage gehört, wo ist eigentlich Europa? Das Mittelmeer ist doch nicht ein italienisches Meer. Es ist doch unser Meer. Warum ist Europa von dieser Tragödie so unendlich weit weg? Was sind denn die Werte eigentlich wert, auf die man sich in Sonntagsreden so gerne beruft, wenn die Zahl der Toten etwa bei 27.000 liegt und jeden Tag etwa 500 Menschen neu ankommen? Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, da habe ich mich geschämt für dieses Europa, das sich so gerne mit dem Friedensnobelpreis schmückt, den doch die Sizilianer viel eher verdient hätten. Und ich werde sie nicht vergessen können. Ich werde sie nicht vergessen können, die Gesichter der traumatisierten Überlebenden, die vor wenigen Tagen angekommen waren, die nigerianische Christin starr vor Schreck und vor zitternder Angst, nie vergessen können den jungen Mann aus Eritrea, der seine Schwester im Meer verloren hat und der jetzt keine Tränen mehr hat zum Weinen. Sie alle sind der Hölle entkommen, auch der entgrenzten Gewalt in Libyen, und hoffen auf das, was für uns so selbstverständlich ist. Sie hoffen auf Leben, sie hoffen auf Zukunft, sie hoffen auf ein klitzekleines bisschen Glück nach all dem Elend. Und wo ist Europa? Am Tag nach der Debatte hier bei uns im Parlament hat der EU-Sondergipfel der Regierungschefs getagt. Und was hat er beschlossen? Die Verstärkung der Grenzschutzmaßnahmen, die Bekämpfung der Schleuserkriminalität, die Zerstörung von Schleuserschiffen, die Eindämmung von sogenannten Migrantenströmen, die freiwillige Erklärung von EU-Mitgliedstaaten, Italien und Malta, ein paar Flüchtlinge abzunehmen. Bekämpfung, Zerstörung, Abschottung, Zurückweisung, Eindämmung. Das ist der eiskalte Sprech, der sich der Schutzverantwortung verweigert. Und so, liebe Kolleginnen und Kollegen, so stirbt auch jeden Tag unsere Idee Europas, das doch die Menschenwürde in den Mittelpunkt stellt. Aber das Europäische Parlament, Ban Ki-moon, Antonio Guterres, Papst Franziskus, die EKD, der Bundespräsident, Pro Asyl, Amnesty und nicht zuletzt eine klare Mehrheit der Menschen in Deutschland wissen, dass es doch zuallererst um das Leben von Menschen gehen muss, um die Rettung von Menschen gehen muss, aber dass es auch um die Verteidigung unserer Werte geht. Sie alle fordern eine umfassende Seenotrettung im ganzen Mittelmeer. Sie fordern sichere, legale Fluchtwege nach Europa und nicht einen neuen Zaun, einen 100 Kilometer langen Zaun in Bulgarien. Sie fordern humanitäre Visa. Sie fordern eine deutliche Aufstockung des Resettlement-Programms, eine unbürokratische Familienzusammenführung. Sie fordern europäische Solidarität bei der Aufnahme von mehr Flüchtlingen. Sie fordern die Entlastung der Nachbarregionen von Syrien. Sie fordern eine nachhaltige Entwicklungspolitik, dass es nicht, dass man Waffen an die Saudis schickt, die heute und in diesem Moment Zivilisten in Jemen bombardieren.
Nie, so scheint es, waren sich Regierende und große Teile der Zivilgesellschaft fremder. Liebe Kolleginnen und Kollegen, morgen ist der 8. Mai. Vor 70 Jahren haben 12 Millionen Menschen, die ihre Heimat verloren haben, in den Besatzungszonen Unterkunft, Schutz und eine neue Heimat gefunden. Auch daran sollten wir morgen am 8. Mai erinnern. Vielen Dank. Nächster Redner ist Matthias Schmidt.